Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Ustra und Miu und wir haben wieder Tag. Na endlich. Jawohl. Raus aus dem Loch, rein ins Abenteuer. Und genau. Wie wir angekündigt haben, haben wir wohl vor, in dieser Folge in die Stadt zu gehen. Ja, genau. Stadtbesuch, ein bisschen shoppen. Genau, ein bisschen shoppen. Irgendwie klischeehaft. Wir Frauen denken an nichts anderes. So, ich guck mal eben hier kurz ins Lagerfeuer. Ja, hier sind nur Bärenfleisch, ist hier noch drin. Ja, dann nimm das doch und pack das noch unten in die Truhe rein. Pack das noch unten in die Truhe und dann können wir los. Sehr gut. Ich bin auch bereit. Ich könnte nur mal. Na egal, meine Woodframes kann ich behalten. Ich habe ja eh genug von denen. Oh nein, unten ist kein Platz mehr drin. Warte mal. Achso, ich kann die 6 leeren Gläser mitnehmen. Ja, nimm mal mit. Da können wir vielleicht was befüllen. Können wir da Wasser reinfüllen. Genau. Ich habe auch ein Glas mit. Ich hier schon wieder so viel, aber. Da klappt zu. Und von mir aus können wir losgehen, wenn ihr soweit seid. Folge Truppenführer Ustra. Achso, Truppenführer. Okay. Alles klar. Wo geht's denn lang? Ich weiß das zu schätzen. Dankeschön. Immer Richtung Westen. Gerne. Genau. Okay, ab in den Westen. Hey, ab in den Westen. Oh Gott. Vorsicht, rechts ist ein Zombie, aber ich glaube, ja, oh nein, rechts ist ein Zombie. Wie kann das sein in der Zombie-Apokalypse? Nein, hilf mir. Ich will doch nur, dass der sich nicht auf dir übergibt. Oh, er hat mich aber getroffen. Ah, oh, der ist böse. Nein, das ist der kleine Zombie. Mir geht's gut. Alles gut. Zu kämpfen. Alles okay. Ja, ich teste doch schon die ganze Zeit. Guck mal, da kriegt auch noch jemand. Den übersehe ich jetzt mal. Lass ihn einfach liegen. Okay. Ignoriert alles und wir müssen in die Stadt und geilen Scheiß rausklauen. Was brauchen wir denn so? Wo wir anfangen sollten, ist in dem Wohnhaus, wo wir letztes Mal schon mal drin waren. Das hat Windy ja noch nicht gesehen. Das wird dir gefallen. Und darin haben wir mehr Ruhe, denke ich. Das ist schön, okay. Es ruckelt immer ein bisschen. Ja, das ist immer Richtung Stadt. Oh, da sind Zombies hinter uns her. Hinter mir her. Ist vollkommen egal, ignoriere die einfach. Ich hab Angst. So. Oh. Weil ich links einen Hund sehe, würde ich mal rechts lang gehen, an dem Haus vorbei. Und dann sehen wir schon das Ziel unserer Reise. Das Ziel unserer Begehrde. Oh nee, ach, da ist auch noch ein Hund, oh, verdammt. Oh nein, Hunde sind meine Feinde. Oh nein, ich höre jemanden, der bricht. Ja, ich sehe jemanden, der bricht. Okay, das ist noch schlimmer, als ihn zu hören. Ich brech einfach durch. Und da ist ein Hund? Oh Gott. Ich hab noch keine Ausdauer. Ich brech auch einfach durch. Ist hier neben mir her, alles klar, super. Und ich glaube, ich höre auch, Lauf mir einfach hinterher, sozusagen. Der Hund ist hinter dir her. Ja, ja, genau. Und ihr müsst mir auch hinterherlaufen. Hier habe ich so eine... Oh, shit. Ja, ich laufe dir so gut es geht und hab keine Ausdauer mehr. Die haben mir die, Hilfe! Hilfe! Ja. Ich bin tot. Okay. Bin ich schnell tot? Das ist jetzt aber blöd. Das sieht aber blöd aus, wie ich gestorben bin. Da haben die Leiter kaputt gemacht. Von der... Ich hau die ganze Zeit mit meinem, ne? Aber da passiert nichts. Oh, fuck. Ich hau die ganze Zeit mit meinem Knochenspieß zu, aber da passiert irgendwie nichts. Na, dann gehe ich mal in Richtung Backpack. Hebst du meinen Rucksack auf? Ja, kann ich machen, ja. Da ist ein Bogen, eine Axt und der Knochenspieß drin. Ja, meinen bitte auch. Wenn du ihn siehst, zufälligerweise. Ja, kann ich auch alles machen. Ich habe leider keine Leiter. Kann jemand unterwegs eine Leiter bauen, eventuell? Ja, ich versuch's. Wenn's nicht so ruckeln würde, wär's ein bisschen einfacher. Ich warte mal hier auf offener Straße. Ich bin ziemlich angeschlagen, also ich weiß auch nicht, ob ich das überlebe. Also Windy sehe ich. Ich baue gerade mal eine Leiter. Das ist super. Okay. Wir gehen mal in Richtung Ustra. Ich folge dir. Ja, ich track ihn nochmal. Ach du heilige Kotze. Okay. Versteck dich. Irgendwo. Ja, ich versuch's, aber die Bienen und die Blümchen, das ist alles hinter mir. Soll ich dir mal was von Bienen und Blümchen erzählen? Ja, mach das doch mal bitte. Oh nein, nein, bitte nicht. Tu's einfach. Tu's einfach? Tu's einfach, erzähl's uns, komm. Es ist schon okay. Oh, warte, was ist das denn hier? Bienen! Abfall. Ich lasse. Oh, da ist ein Glas drin. Abfall wühlen. Sehr schön. Ich habe ein Glas gefunden. Das ist wichtig. Ich habe ein.
Glas im Abfall gefunden. Ein Scheinwerfer gefunden von einem Auto. Wofür ich auch immer das Ding brauche, ich hab's. Oh, ich bring das an mein Haus an. Und immer wenn ich daraus ein Flutlicht. So ganz unauffällig. Ja, immer wenn ein Zombie kommt. Bieb. Du bist geblendet. Du findest mich nicht. Hast du Leiterteile? Ich hab eine Leiter jetzt gebaut, ja. Okay. Wisst ihr, wo ich bin? Ja, ich sehe dich auf der Karte. Heiliger Spahn, Ferkelmeister, hier ist richtig was los. Spahnferkel. Oh Gott. Oh nein, ich will nicht, dass hier richtig was los ist, dann sterbe ich wieder. Oh Gott. Das sind ja, zu viele. Sollte Ustra alles aufgeben? Ach ja, ich sehe was. Ich bin tot. Heiligen. Ja, den Heiligen. Also, das mit der zusammen in die Stadt war ja, soweit. Schon mal eine gute Idee. Ich untersuche so lange das Auto. Und ich das Haus, wenn ich da reinkomme. Ich habe einen Lüfter gefunden. Oh Mann, so fängt alles Gute an. Mit Tod und Verderben. Ja, Tod und Verderben. Oh, ich habe eine Jacke gefunden. Wie cool. Endlich nicht mehr kalt. Oh, das Mio. Mann, hast du mich erschrocken, Mio. Tut mir leid, aber sobald ich höre, ich habe eine Jacke gefunden, komme ich hinterher, um auch irgendwas zu finden. Das ist typisch Mio. Wegpunkt auf der Karte sehen. Das müsste so eine rote Fahne sein in der Stadt. Nö. Okay, ich sehe keine Fahne. Weil dort ist ungefähr der Eingang von dem Wohnhaus. Das wäre die beste Möglichkeit, ein paar Sachen zu finden. Leider sehe ich hier nicht durch. Gar nichts. Kein Wegpunkt. Ich sehe auch nichts auf der Karte. Aber ich werde euch schon irgendwie finden. Ich bin jetzt auch schon wieder an der Stadt. Ich weiß natürlich nicht, wo ihr da seid. Doch, du kannst mich doch einfach marken. Guck mal, ich komme dir entgegen. Ich höre es knurren. Oh, oh. Ah! Ich will meine Jacke doch behalten. Ja, dann pack die doch ins normale Inventar. Hab ich. Ich bin nur so voller Panik. Nein, wieso bringst du ihn denn zu mir? Ich wollte einfach nur vorbeilaufen. Hier, also du läufst irgendwie an uns vorbei, lieber Ustra. Nein, ich bin jetzt in der Stadt. Wer ist denn da hinter mir her? Ein scheiß Köter. Mann, geh weg, Hund. Und ich bin schon wieder tot. Hör euch. Ich seh die Mio. Mio, komm zu mir. Genau. Ja, ich hab hier einen Hund am Arm. Ja, ist doch gut. Komm hier hoch. Blablabla. Komm hier hoch. Diese dämlichen Hunde. Ja, ich bin oben. Komm hier durch. Aber hier zumindest habe ich meine Jacke. Ja. Komm mit. Okay, neuer Versuch, neues Glück. Eventuell. Ach, da kommen die Hunde. Kannst du kämpfen? Komm her. Ja, ich kann kämpfen. Du darfst ja nur nicht mitbekämpfen. Ach so. Ich schlag mit dem Stein zu. Was ist mit denen? Das ist der gesündeste Zombie unter der Welt, oder was? Okay. Ich hab zwar keine Ahnung. Kannst du mir meinen Knochenstab wiedergeben? Ja, hab ich dir hingeschmissen. Das ist wunderbar. Ach Mist, ja, ich hätte mit den Knochen was craften sollen. Ich hab eine Leiter, ja. Das sind 3 Leiterteile. Reicht das, oder? Ja. Bereit? Wo muss ich die denn hin tun? Komm mit. Wo bist du hin? Ich bin nach unten gesprungen. Ach so, da. Hier auf das Ding drauf. Und dann werde ich einfach mal versuchen, hier weiter runter zu klettern. So, ich habe euch jetzt mal getrackt und komm zurück. Ja. Und ich renne einfach. Fuck it! Huch, ich werde direkt geschlagen. Ich bin direkt gestorben. Hast du die Leiter jetzt da drin gehabt in dem Rucksack? Ja. Oh, wie kann ich mir denn so spontan eine Waffe bauen? Gar nicht. Es sind noch Knochen Ich dachte, du hättest, das wäre direkt da, deswegen hat es mir gerade reingepackt, weißt du? Also ich komme auch an den Rucksack nicht mehr ran, der hängt irgendwo in der Luft. Kein Plan. Ich komme da schon dran. Ich habe auch selber keine. Also, wer mich tracken kann, der ist auf jeden Fall. Ich habe dich getrackt. Ich habe einen grünen Pfeil hier. In der Stadt irgendwie ein Bär, aber ist ja nicht so schlimm. Oh, schon wieder ein Zombie. Ich kann mich jetzt nicht wehren. Eine Biene. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen, zu dir zu kommen, Ustra. Das ist schlecht. Ich werde gerade die Leiter reparieren. Denn wer bei mir ist, der. Oh, Zombie. Da wäre ich fast in die Arme der Zombieline gelaufen. Ich bin ja wieder unterwegs zu euch, aber. Okay, also nicht man so kann. Leicht so man kann jetzt sein, wieder hoch an dem Haus. Ich sehe dich. Glaube ich, Windprinzessin. Ja. Dann kannst du hier schon mal einsteigen. Dann musst du, wenn du oben am Fenster bist, musst du dich einmal ducken und dann durchlaufen. Achso, der Plan ist wirklich, wir gehen ins Apartment. Wir gehen erstmal in das Apartment. Es wird jetzt eh dunkel. Oh, Gott sei Dank. Wenigstens ich hoffe, ich komme hier mal geschafft. An, ne?
Ein schönes Apartment. Das sieht noch so sauber aus hier. Dann nehme ich doch glatt mal das Bild mit. Ich habe da, lustigerweise, ich habe da auch schon ein Bild eingepackt, wenn nicht. Wirklich? Ehrlich? Ja. Das ist unglaublich. Das trage ich immer noch in meiner Tasche. Ich hatte Angst, wenn ich das in die Truhe packe, dass sich das irgendjemand klaut. Also wenn du nichts anderes mehr außer die Leiter und deinen komischen Holzdolch dabei hast, dann kannst du einfach hier hinkommen, dann kack auf die Leiter, ist egal. Okay. Ich habe Nägel gefunden. Sehr gut. Kack auf die Leiter. Was ist das denn? Die Frage eine rote Kappe. Wie finde ich euch denn jetzt? Ich habe euch zwar auf der Karte getrackt, aber... Ich sehe dich. Du bist einfach geradeaus. Da hinten bist du, okay. Ja. Lass die Zombie-Dame einfach stehen, egal, und dann kannst du direkt hier hochlaufen. Guck mal, die Laternen gehen noch an. Die Laternen gehen hier noch an. Kann man nicht mitnehmen. Hier hoch, ja. Ja, ich sehe es. Zack. Ich versuche mal, andere Orte jetzt hier aufzumachen. Nämlich, wir können ja leider die Tür nicht aufschließen oder irgendwie knacken. Deswegen müssen wir. Hier ist aber. Komm ich denn jetzt hier rein? Tür. Nee, geht eigentlich. Bin, aber ich darf trotzdem nicht. Doch, muss ich ein bisschen wackeln. Jiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Weißt du doch. Alle tanzen Limbo. Ah. Ja, weißt du? Wiggle, wiggle, wiggle hat gestimmt. Ich wollte hier den Flachbildfernseher mitnehmen. Bist du das gerade mit der Faust, Windy? Nein. Hast du jetzt noch meine Wie kommst du da drauf? Eine Axt? Eine Axt habe ich. Ich habe noch meine eigene Axt. Aber ich habe noch eine eigene. Keine. Ja, ich habe noch eine. Warte. Eine habe ich noch in der Tasche. Kannst du behalten. Das wird dann wohl deine sein. Ich habe noch eine hingelegt jetzt hier, der noch bei uns war. Ach so. Wow. Auch ein ähnlich schönes Apartment. Echt? Kann ich alles und ein mitnehmen? Büro. Wirklich hübsch hier. Ich frage mich, warum hier noch jemand. Zwischenräume. Winnie lootet schon wieder. Ja, natürlich. Ein Glas. Winnie lootet schon wieder. Ich muss schneller sein. Warum? Wir teilen uns doch alles. Nein, du hast schon ein anderes Oberteil. Ich möchte auch ein anderes Oberteil. Das ist natürlich mit den Oberteilen und so. Das ist total problematisch. Also, die nächste Jacke, die ich finde, gehört hier. Yay. Es ist auch minimal dunkel in dem ganzen Apartment. War schon jemand hier in einem anderen Apartment-Block? Nee. Nein. Okay. Ich habe leider überhaupt gar keine Waffe, um das aufzumachen hier alles. Da ist ein Bücher. Es ist so dunkel, ich brauche eine Fackel. Thunfischdose, ich liebe Thunfisch. Ich will das aufmachen, mit der Faust geht das nicht. Ja, ich habe dir doch eine Axt dahingeschmissen, hat die jetzt keiner genommen? Ich habe die genommen, klar. Achso, okay. Geh auf! Sesam, öffne dich! Ja, das höre ich auch. Ich glaube, jemand mit der Faust geht das wahrscheinlich gar nicht, ne? Nee, aber ich kann dir eine Axt machen, wenn du willst. Ich glaube, wir wollen hier gar nicht raus. Das ist, Wo bist denn du, Windy? Ich bin, hier. Ach, du bist da. Kopf weg! Ich baue dir mal... Schmeißt du was? Nee, ich hau mit der Axt zu, aber... So, und ich schmeiß wenn dir du dich nur duckst, wenn ich, mit der Axt schmeiße, dann... Ah, die ist wieder zu dir geflutscht. Jetzt hast du sie. Nö. Ist das eine Dusche? Die ist weggeflutscht. Ach, guck mal, hier ist eine Toilette. Oder hab ich sie schon? Eben das Wasser auf. Ah, ich hab sie schon, okay. Ich hab sie nicht, okay. Habt ihr gehört? Ja, wo ist eine Toilette? Hier ist eine Toilette in dem Raum, den ich geöffnet Endlich! Hab. Und dreilagiges Toilettenpapier. Endlich! Ja! Toilette, Toilette, Toilette. Da stand sie eben keine vor, Toilette. Da ist der Kopf weg. Ach so. Ich mach mal hier auf. Ich bin schon mal einen nach oben gegangen. Ich höre viele Zombies, ihr habt recht. Es ist so dunkel, ich weiß nicht, wo ein nach oben jetzt ist. Ja, ich sehe leider auch überhaupt gar nichts. Was ist das denn hier überhaupt? Oh, eine Dusche. Du bist komplett die Treppe hochgegangen, oder was? Take a shower with me. Ja, ein bin ich hochgegangen. Genau, hallo. Hast du schon alles immer noch keine Toilette gefunden? Nee, ich bin hier. Ah, hier ist eine Dusche. Loot. Ich bin hier noch ganz jungfräulich in dieses Haus eingestiegen. Ja, das Apartment ist auch... Oh, hier habe ich schon wieder leere Flaschen. Wie öffnet man die Toilette? Oder muss man schon eine offene finden? Du nimmst die Gläser die Wasserflaschen in die Hand und machst rechtsklick. Ja. Und dann füllst du die einfach auf. Jetzt finde ich hier schon wieder leere Gläser. Das ist so ein bisschen... Zum Glück gibt es hier genug Betten, dann können wir uns gleich mal wieder richtig ordentlich schön ausruhen. Und wir müssen nicht immer in unserem Loch schlafen, ich weiß. Sleepover-Party! Ihr mögt das Loch, aber irgendwann muss man mal was anderes haben. Nein, wir wollen das Loch behalten. Wir sehen das eher anders, ne? Was anderes haben ist nicht jetzt so notwendig. Nee, wir wollen nur Klamotten haben. Man kann sich ja nicht jedes Jahr umoperieren.
Balkon. Es ist Nacht. Jetzt ist es definitiv Nacht. Oh. Hier ist ein ziemlich offenes Fenster. Komm nie wieder nach Hause. Nio bleibt hier. Ja, wollen wir uns hier nicht irgendwie wohnlich einrichten? Das ist nein, schön hier. Ich bin gerade an meiner Villa am Bauen, ja. Funktioniert so nicht. Oh Gott, es ist stockdunkel, ich sehe nichts mehr. Ja, ich sehe auch kaum noch was. Wenn ich euch unsittlich berühre, es tut mir leid. Oh, was? Hier ist ein Weg nach draußen, das ist natürlich blöd. Das hätte ich vielleicht zulassen sollen. Kann ich mir nicht eine Flashlight oder so bauen? Ach, ich hab doch meine supermäßige. Ich hab meine Helmlampe zu Hause gelassen, ich super Idiot. Du bist ein richtiger Idiot. Naja. Oh, jetzt ist aber, ich sehe nichts mehr. Entschuldigung, es ist einfach schwarz. Hilfe? Ich sag ja, es ist einfach schwarz. Torch. Mal kann gucken. Ich nicht bauen. Mir fehlt wie alles. Wie baut man denn eine Torch? Mir fehlt alles dafür. Oh nein, eine Candle wäre einfacher gewesen. Oh, aber dafür fehlt mir auch das Tallow. Verdammt, wir haben echt ein Problem. Naja, Tallow haben wir gar nicht, ne? Das ist natürlich blöd. Ich glaube, ich sehe wieder was langsam. Ich sehe gar nichts. Wie, du siehst was? Es ist mitten in der Nacht. Ja, ich habe... Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich bin orientierungslos. Ich kann nur hier an dem Fenster stehen. Wenn ihr jemanden auf dem Bett liegen seht, dass ich liege auf irgendeinem Bett. Ich sehe absolut nichts. Seh ich immer mehr. In der Captain Morgan-Stellung, ja. Also, wenn mich jetzt ein Zombie fressen will, nimm mich jetzt. Ich bin wehrlos. Nimm mich jetzt. Ich sehe nichts. Oh, jetzt ist bei mir wieder richtig Tag. Wie hast du das denn gemacht? Der Mond scheint jetzt hier durch. Jetzt sehe ich auch wieder was. Tag ist auch was anderes, aber der Mond kommt hier langsam zum Vorschein. Hier ist noch ein Klo. Das ist viel sauberer. Oh mein Gott. Das ist viel sauberer. Dann benutzen wir das saubere Klo. Ja, wir sollten... Da fülle ich auf jeden Fall lieber mein Wasser auf. Weißt du nicht, wo ihr seid? Oh, hier ist ein Balkon. Sollte ich da rausgehen? Ja, auf jeden Fall. Nein, lieber nicht. Ich höre auch Hunde und diverse Zombies. Es ist schön gemütlich. Wie findet ihr es so? Also, es ist die Folge... Ja, es ist... Ich fühle mich wie zu Hause. Es ist sehr dunkel, okay, aber jeder kriegt sein Apartment. Hey, das eine Schlafzimmer habe ich schon für mich geordert, ja? Ich bitte euch, holt euch euer eigenes. Ach, das war ein Stuhl. Gar ich hatte gerade Angst vor einem Stuhl. Was zur Hölle? Weiß nicht, wo ihr seid. Seid ihr schon wieder eine Etage höher? Oder? Nee, ich bin immer noch im gleichen. Das ist Ostra. Au. Warum hältst du mir irgendwas ins Gesicht? Das ist meine Axt. So. Wir nennen es mal Axt. Ich hab Angst. Ich bin hier so alleine und verlassen. Weiß gar nicht. Wir machen einfach mal alles auf. Ich noch zu dir runter. Keine Ahnung. Da geht's runter. Was ist das? Ich loote einfach alles. Was auch immer es sein kann, es wird alles mitgenommen. Aussortiert wird später. Wenn du so viel Platz hast, auf jeden Fall. Aussortiert wird später, ja. Oh, ich hab noch ein Apartment entdeckt. Oder ist das jetzt nur ein Zugang zu? Was? Tötet mich nicht, bitte. Ah, oh, siehst du? Ah, alles untouched. Das ist also noch ein Apartment. Ich habe mein eigenes gefunden. Oh, was ist das denn? Es gab und ihr dürft mir nicht folgen. Natürlich darf ich das. Oh Gott, überall höre ich nur Zombie-Peter. Ja, ich höre Paula, nur überall was, aber ich sehe überhaupt nichts. Ach, mir hat sich hier schon das nächste Apartment geöffnet. Mein Gott, ihr seid auch alle fix. Ich bin gierig, ja. Ich glaube, da geht's wieder nach alles, draußen, dann will also ich nicht worüber hin. Worüber wir uns keine Sorgen machen müssen, sind Gläser. Ich habe hier alles Gläser, voll mit Gläsern. Ich auch. Wir haben ich habe irgendwas aufgenommen, was auch immer das ist. Was an der Schmiede gleich kommt, das ist natürlich immer schlecht. Aber ich denke mal... Gut, aber ich glaube, das ist in so Hochholz drin. Oh mein Gott, das klingt hier echt... Ich höre Hilfe! 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 Zombie! Ah! Ich werde das ignorieren. Ich glaube, wir haben Probleme, Miu. Ja, wir haben Probleme. Ich habe sie getötet. Aber ich will weg hier. Das ist kein Problem. Komm weiter nach oben! Ich weiß nicht, wo es nach oben geht! Okay. Ich werde mich einfach verstecken. Oh, ich werde sterben. Es ist vollkommen okay. Einer muss sich opfern. Das haben wir ausgemacht. Das haben wir gar nicht ausgemacht. Mann, es ist mega dunkel. Ich bleib sowas von hier irgendwo und versteck mich sowas von irgendwo. Ich will mich auch verstecken, aber ich... Uster? Nee, das war ein Zombie. Eine Tür mit. Nee. Uster, bist du gelaufen gerade? Ja. Ich hab Angst. Ich hab eine Tür mit. Oh mein Gott, ich werde jetzt einfach in dieses Schlafzimmer gehen, eine Tür da reinmachen. Ja. Wo bist du denn?
Ich bin hier. Ich hocke noch, irgendwo hinter. Bist du noch unten? Hinter einer Ledercouch. Oh, es ist wieder Tag. Oh, oh, fett Mann, Zombie Bernd, Hilfe! Oh, oh. Hallo, Ustra, ich seh dich. Ich bin sensed. Niemand hört deinen Sensed. Ustra, du hast leider noch meinen Bogen, fällt mir gerade auf. Ja, oh nein, ich bin schon wieder sensed. Ich will nicht sensed sein. Ich hab Angst. Was seid ihr denn? Wir sind einen tiefer und machen hier Zombie-Paule, Zombie-Peter. Ich hab mal gerettet. Warum seid ihr einen tiefer gelaufen? Ich war noch gar nicht einen höher. Hup, hup, hup. Junge, oh, voll verwirrt. Zombie-Peter ist tot. Oh, gut, er war schon vorher tot. Ich dachte, das wäre Mio gerade. Was? Ich suche euch. So, okay. Wir müssen, ich dachte, du bist da. Ah, da ist eine Treppe, okay. Hier ist ein Fernseher zum Mitnehmen. Ui. Mehr Probleme hast du wohl nicht. Oh, ich habe Munition. Ich weiß gar nicht, wie ich wieder runterkomme. Das ist irgendwie voll mein Problem. Ich würde euch ja gerne helfen. Eigentlich nicht, aber... Ja, das ist typisch Mio. Typisch, ja. Hund, oh mein Gott, er ist da. Hilfe, ich brauche voll dringend Hilfe. Wo bist du, unten oder oben? Keine Ahnung. Ich höre dich. Ich höre dich, Mio. Ich bin tot. Ach, da kommt der Hund. Wie schön. Wo kommt der Hund? Unten. Ah, ich bin auch tot. Unten liegt noch mein Rucksack, wenn du den haben möchtest. Nimm einfach meinen Rucksack mit. Nein, ich weiß doch gar nicht, wo ihr seid. Ich traue mich nicht. Ein tiefer weg. Links. Aber da ist auch ein Hund. Der freut sich über, ja. Freut sich über dein Gesicht. Ich hab Angst. Kommt ihr wieder zurück? Nein. Nein. Nein? Nein. Bitte. Nein, nein, ich hab Angst. Nein. Es tut mir leid. Ich bin so einsam und verlassen hier. Es ist okay. Bist du denn gerade relativ sicher? Ich bin undetected. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Seven Days to Die. Ich bin Sans! Ich bin undetected! Was denn jetzt? Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.